Ich will mal sowas sprengen hier. Oh yeah! Nice. So. Ein Lieferjob. Das kann ich. Ultimate Friends. Sauberes Nummernschild, kein Schaden. Ich nehme die Gassen und Abkürzungen. Oh, ein Lieferjob. Was? Muss niemanden ausschalten. Di-di-di-di. Oh yeah, was für ein Auto. Dann bringen Sie das Fahrzeug zum Übergang. Oh, es läuft die Zeit. Okay. Ah, weg da! Doch darf ich keinen Schaden nehmen oder so. 5000 Dollar steht da. Hä? Hä? Was jetzt? Hä? Was muss ich machen? Hä? Wohin? Zum Übergabeort. Ah, hier hin. Oh Mann. Wohin fahr ich denn? Ah, ich bin so doof. Oh Mann! Ich bin den falschen Weg gefahren! Nein! Ich hatte noch eine alte Markierung! Zivilist getötet. Ah. Chaos! Oh Mann, ich glaube, das schaffe ich nicht. Ah, das ist mies. Das ist mies. Ah, oh, das ist mies. Das ist mies. Das ist ungefähr noch 1000 Meter. Das schaffe ich. Oh, Mann. Die Zeit ist abgelaufen. Am Freitag um 22 von Zürich abgeflogen und am Sonntag um 16 Uhr in Napier angekommen. Was? Ach du Scheiße, 2 Tage? So. Hey, ey! Ey! So. Jetzt schaffe ich's. Hast du die Sounds aus? Ja, ja, die Sounds sind da. Hä? Irgendwas stimmt mit der Steuerung nicht. Entweder ist mein Controller irgendwie buggy oder. Es poppt einfach auf, ich mach gar nichts. Steck da mal kurz den Controller aus und rein. Also man kann schon sagen, eine richtige Weltreise. Einfach mal um den ganzen Planeten rumgeflogen, der Robson. 12 Stunden Zeitverschiebung sind da noch drin. Ah, okay, ja. Naja. Wie spät ist es gerade in Neuseeland? So. Schauen wir das nächste Fahrzeug. Oh, es geht weiter. Ich bin noch nicht fertig. So. Hier. Ach du Scheiße, nicht so eine Karre.
Die sind ganz minis, was das Handling angeht. Sorry, Herr Sicherheitsmann, oder was das war. Ich frage mich, wofür die 4000 da oben stehen. Im Zustand des Fahrzeugs, oder? Boah! Komm. Come on. Das geht sich aus, das geht sich aus. Perfekto. Sehr gut. Einmal um die halbe Welt, genau. Reden mal 2 Stunden vor. Wie spät haben wir es? Oh, okay. Also 23:45 am Abend. Nicht schlecht. Dann gehst du ja bald schlafen, Robson. Und wir haben noch den ganzen Tag vor uns. Oh Mann. Ich finde das cool. So. Jetzt mal die Kampagne weiter. Mit einer Mission mal wieder. Immer so ein bisschen zwischendurch Nebenmissionen. Dann passt das schon. So, achso, ja, Controller aus und einstecken. Ups. Gute Nacht, Robson. Genau. Gute Nacht, Robson. Ich bin bald bettreif. Ich glaube, in Neuseeland haben sie Herr der Ringe gefilmt. Wenn ich mich richtig erinnere. Oder war das Game of Thrones? Nee, Game of Thrones? Nee, ich glaube, das war Herr der Ringe. Also zum Beispiel die Szene, wo Legolas sagt, "They taking the hobbits to Isengard." Ich glaube, das war zum Beispiel in Neuseeland. So. Wenn CTOS die Wachen verdoppelt, verdopple ich meine Waffen. Was? Waffenshop? Oh yeah. Oh yeah, gefällt mir. Hey, wie geht's so? Finden Sie sich zurecht? Da gibt's einiges. Ja. MP5 kann ich mir nicht leisten. Okay. Geld scheint doch wichtig zu sein. Hä? Feuerstoßrevolver? Gut. Scharfschützengewehr, das wär's vielleicht. Scharfschützengewehr habe ich noch nicht. Schrotflinte, Sturmgewehre habe ich auch noch nicht. Ich würde sagen, ein Scharfschützengewehr und ein Sturmgewehr kaufe ich mir. Jetzt kaufe ich mir 416. Kaufe ich. In
In den vergangenen Wochen wurde die Sicherheitsstufe für alle CTOS-Zentren in Chicago wegen mehrerer Attacken der Hacker-Aktivistengruppe DedSec erhöht. Auf die Frage nach den geänderten Sicherheitsbestimmungen gab sich Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner entschlossen. Chicagos Sicherheit ist das Wichtigste. Mhm. Deshalb haben wir private Sicherheitsfirmen für die CTOS-Zentren. Die beschäftigten Wachleute wurden in den gefährlichsten Regionen der Welt ausgebildet. Tatsächlich, Miss Gardner, sind diese Wachleute, auf die Sie Bezug nehmen, militärische Söldner, viele davon mit krimineller Vergangenheit, ist es nicht so? Ja, sie haben beim Militär gedient, aber wir sollten unsere Soldaten nicht verteufeln, die ehrenhaft ihrem Land gedient haben. Das CTOS-Netzwerk wird gut bewacht. Und somit erhalten die Bürger die Sicherheit, die sie verdienen. Das war Bloom-Sprecherin Charlotte Gardner über die Sicherheit des CTOS. Okay. Möglicherweise hast recht. So. Das heißt, ich muss hier lang. Das war schon eine Mission. Nee, da machen wir noch eine. So nicht, so nicht. Das war ja keine Mission. Vielleicht das Auto. Neues Fahrzeug verfügbar. Yay. Ah, das war der Fokus. So, ich schau hier noch schnell. Oh. Zivilis getötet. Nein. Bin ein Mörder. Ein Mörder! Hier Sehenswürdigkeit zum Anmelden. So, ich bin... Achtung, jetzt kommt's, dann mal pennen. Gutes Nächte. Alles klar, Robson. Danke fürs Vorbeischauen. Gute Nacht, schlaf gut. Jawohl. Zack. Alles ja. Meins. So geht das. Yay. So. Hier, der Club. Ein Club oder sowas. Was ist das hier? Trinkspiel, Runde 1. Hallo. Da muss ich ja gleich mitmachen hier. Bierflasche. Sagen Sie, wenn Sie Hilfe brauchen. Okay. Nee, brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ah komm, ich spiele ein Trinkspiel. Geht schon. Da bin ich dabei. Oh. Die wetten um Geld. Du verschwendest meine Zeit. Dann lasse ich die Sau raus. Die Gewerkschaft muss es ja nicht wissen. Der Vertrag läuft eben. Okay. Ich bin dabei. Mann, was soll ich? Okay. Ich liebe Herausforderung. Letzte Nacht kam sie zu meinem Auftritt. In dem rattenscharfen Outfit. Okay. Guter Mann. Ich bin noch durstig. Ich bin noch durstig. Noch ein. Au, runter die Scheiße. Hat länger gedauert als sonst. Noch ein bisschen mehr? Oh ja. Beide Seiten ausspielen. So macht man das doch, oder? Entweder das war's oder ich krieg ein dickes Gehalt. Boah, lass ich die Sau raus. Die Gewerkschaft muss es ja noch. Und der Vertrag läuft eh bald aus. Mann, was soll ich denn jetzt machen? Die ruft mich ständig an. Der verträgt was. Was? Das ist gut. Oh yeah, Trinkspiel 2. Freigeschalten.
Schon gut. Oh nein, ist das denn so fest? Ist das ach, du Scheiße. Später wiederkommen, okay. Ja, das habe ich schon, oder? Ja. Das war nicht schlecht. Weg hier! Wie kann ich hupen? Ah, hier. Puff, 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 puff. So. Die neue Sicherheit ist ziemlich gut. Aber ich brauche Zugang. Ich muss wissen, wer meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer hinter dem Anruf steckt. Meine ersten Gegner, mehr oder weniger. Was Frau hat gerade entbunden. Ablenken. Kriegeln. Ach du Scheiße. So. Jam Combs. Mal, was war das nochmal? Ich mach das jetzt einfach mal. Oh! Ah, da spinnen die Dinger dann. Puff. Verschwinde mal lieber. So. Dann ist mal ausgeschalten. Was? Hab ich nicht gehört. Ich habe ehrlich gesagt. Ach so, lokalisieren Sie eine Wache. Okay. Sprengen Kamera. Kann Verstärkung rufen. Oh, der ist gefährlich. Besitzt versteckte Kamera. Oha. Die sind ausgerüstet, die Typen. So, hier ist noch eine Kamera. Was? Sprengen? Oh. Kann ich sein Handy sprengen? Oder was? Ha! So. Zugangscode. Mal darüber. Wo bin ich jetzt? Hä? Hier ist noch eine Kamera. Ah, what? Achso, der Typ mit der versteckten Kamera hier. Was muss ich jetzt machen? Ich muss hier hin. Anlocken. Das habe ich doch gerade gemacht. Ah, der bewegt sich. Oder? Oder er sollte sich bewegen? Hä? Okay. Anscheinend will der nicht. Vielleicht muss ich selbst dorthin? Ich schau jetzt nochmal.
War gerade beim Chef. Der Chef gibt mir noch 1000 Euro. Bester Chef. Wow, nice. So, nochmal. Oh. Ups. Oh, jetzt werden die aufmerksam. Dann kann ich den ja auch noch mal wegsprengen hier. Das kann nicht sein. Hat das Teil denn keine Schuld? Scheiße, aber jetzt wissen die, dass irgendwer da ist. Ich glaube, das war nicht so gut. Aber cool sah es aus. Muss man sagen. Ich habe Angst, den Lift hoch zu fahren, weil ich... Okay, so könnte ich es machen. Das wird jetzt was. Nicht unvorsichtig werden. Vielleicht hier. Vielleicht geht er jetzt dorthin. Ha! Es geht jetzt! Oh yeah! So. Ja, hier. X. Hä? Oh. Irgendwas mit Zeit. Hacken. Was ist das jetzt? Mach dir keine Sorgen. Alles in Ordnung. Leg dich wieder hin. Okay? Ja, ich liebe dich auch. Du blöde Fotze. Oh, Mann. Was war das? Das ist doch eine Privatwohnung. Oh. Sieht aus, als würde das CTOS die intimen Details der Bürger sammeln. Kein Wunder, dass DedSec das CTOS hasst. Oh. Da kann ich mir eine ordentliche Wohnlandschaft und eine Wohnwand holen. Das passt dann. Oh yeah. Das freut mich. Dann bin ich zufrieden im Wohnzimmer und das Schlafzimmer wird nachgerüstet. Yeah. Watch Dogs finde ich geil. Werde es mir vielleicht für die PlayStation 4 holen. Einser oder Zweier? Der zweite Teil ist ja jetzt auch aus. Der wird dann nach dem Einser weitergespielt. Also weitergespielt. Gespielt. Ich habe es zwar schon gekauft, aber noch nicht gespielt. Nicht einmal gestartet. Das jetzt. Okay. So, dann hier noch. Dialog.
Also den zweiten Teil, okay. Den ersten habe ich am PC gespielt. Den ersten Teil habe ich sogar, glaube ich, auf dem PC. Oh mein Gott, so ein Spanner. Aber wenn man bedenkt, dass es wirklich so Leute gibt. Ich bin drin. Was? Du meinst, du bist im CTOS? Jetzt schon? Oh yeah. Ich sehe mir gerade das Netzwerk an. Du hast deinen Zugang und ich habe meinen. Das Profiler-System ist online. Jedermanns kleine Geheimnisse. Ein Knopfdruck entfernt. Das Ding markiert alle möglichen Sachen im Bezirk. Das könnte sicher von Vorteil sein. Achte auf den Online-Verkehr. Da könnten Fixer im Netzwerk sein. Wenn ich sie sehen kann, sehen sie mich auch. Okay, ich muss los. Ich habe zu viel Lärm gemacht. Gib mir Zeit, deinen Anrufer zu finden. Ich melde mich. Yay. So, das Gebiet verlassen. Einfach hier wieder raus. Wo war der Eingang? Hier. Einfach wieder mal raus hier. Hey, das ist jetzt der Dings, der Rächer. Der Rächer. Der Rächer. So. Backstage Pass. Bezirkszugang freigeschaltet. Skillpunkte erhalten.